Guten Morgen, Sumbach. Da ist der Reine und sonst keine. Ihr kennt mich vom Studio Kerwar Radio Sumbach auf der Wied auf die Frequenzen 13/14. Sonneberg, eine kleine Stadt im Süden Thüringens. Wir schreiben das Jahr 1990. Seit gut einem halben Jahr sind die innerdeutschen Grenzen gefallen. Die beiden deutschen Staaten nähern sich vorsichtig einander an. Die DDR-Mark verliert zur Hälfte ihren Wert. Die Supermärkte werden immer bunter. Neue Autos prägen das Straßenbild. Vor allem in den grenznahen Gebieten spürt man noch die Spannung und Euphorie dieser turbulenten Zeit des Umbruchs. So, und die Dritte? Jetzt los mich raus. Die ist bestimmt auch am Brotwurstvergiftungssturm. Nein, die ist nicht am Brotwurstvergiftungssturm. Die ist am gusseisernen Pfannenschlag zugrunde gegangen, weil die wohl die Brotwurst nicht fraß, wo ich auf den Taler gelegt habe. Der Busch ist so zeitig losgefahren. Also das passiert in letzter Zeit so ein Scheißner. Frau Kollegin, du hast geflucht. Du hast Scheiße gesagt und das kostet was. Oh. Und überhaupt, du willst denn nie langsamer mal eine Frau suchen? Ich muss immer dein Dienstmädler spielen. Da hätte ich endlich einmal ein wenig mehr Zeit für mich. Ja, ist ja gut. Die ist durch. Gunnar, was machen wir denn jetzt? Hören Sie mal, können Sie mir meine beiden Lieblingsbratwürste doch mit auf Ihren Rost legen. Die habe ich aus Dresden. Da kommt extra einer aus Sachsen daher und bringt dann den ganzen Dienstplan durcheinander. Gibt's es denn? Also weißt du, da kommt so ein Sachser da her, er will seine echte Brotwürste, die krüppeligen Dinger da auf den Rost gebraten haben und will sein Sammel noch verkehrt rum aufgeschnitten haben. Also weißt du, weißt wo du bist, in Sumbach, dass man das noch erlauben muss. Und die Spurensicherung braucht man ja dann auch noch. Der Pathologie müssen wir vorher auch noch Bescheid geben. Ja. Kommissar Waller? Am Apparat. Wir haben eine Tour, der Immunschüttler. Wir haben was? Ja, wir haben eine Tour, der Immunschüttler. Also, Genosse Braucher, Sie halten jetzt bitte mal da vorne an und erfragen wir diesen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, wo wir sind und wo es lang geht. Mach ich. Dankeschön. Fulger, nimm mir Schnee für übel. Oh, bei dir liegt der Durda und du verkäst Bockwürst. Hallo, ja, gehört da drin liegt der Durda. Ja, freilich. Wir waren von Anfang an, waren wir da, wir haben alles gesehen, gell, Udo? Wir haben alles gesehen, wie der Folge aufgeschlossen hat, hat so ewig drinnen gelacht. Folge, apropos Bockwürst, du meinst, du könntest uns nie ein paar warm gemacht. Weil wir haben halt noch ein großer Bur vor uns, wir machen halt eine Westtour. Nein, der Fränkischen, zu der Kati. So, das nimmst du, so für unten rum. Wieso soll ich ihn schon wieder probieren? Na, jetzt hast du den Ketchup probiert. Du kannst den Mostrisch auch noch probieren. Ich bin doch unschuldig. Verliegen. Ich bin unschuldig. Ich bin noch nie gemacht. Ihre Frau ist heute Morgen tot in einer Imbisshütte aufgefunden worden. Tot? In einer Imbisshütte? Was ist passiert? Tot? In einer Imbisshütte?
Was ist passiert? Ja, da oben, da geht's zu. Das fällt mir schon lange auf, was da das Geschirr fliegt und das Geschrei jeden Tag. Tag für Tag höre ich das. Manchmal gurgeln mit Salzwasser. Das habe ich vielleicht schon mal gehört. Gut, oh, das hilft mir aber nie. Tschüss, Mann! Tschüss, Mann! Was soll ich von Tschüss, Mann? Kriegt auch lange hier noch Wasser und Brot. Also bitte, Willi, strengt euch mal an. Und denkt dran, Saalfeld macht Druck. Und die feinen Jungs vom BKA sind ganz heiß auf diesen Fall. Wir haben gehört, Sie kommen gar nicht so richtig aus dem Knick. Die Ermittlungen gehen ziemlich zäh voran. Was ist das? Schöne Strichmännchen haben Sie da. Raus! Sag einmal, Mutter, weißt du ein Graudier mit vier Buchstaben? Ein Graudier? Was soll denn das überhaupt sein? Das habe ich doch noch nie gehört. Das soll eine Brustvergrößerung sein. Da müssen sie aber sehr gleichermaßen sein. Wie möchten Sie es denn? Hart oder süß? Wie bitte? Das Schnäpschen meine ich. Hart oder süß? Ich nehme heute den harten, bitte. Also, super. Soll ich noch mal da rein und sonst keine? Entschuldigung, dass ich ein wenig mampfe, weil ich morgen habe ich gerade Frühstück. Aber ich hol's gerade was ganz Neueste vor. Mich interessiert es. Einen Scheißdreck, was Sie den Kommissar erzählt haben. Hier und jetzt stelle ich die Fragen. Heut früh, wie ich aus dem Haus rausgeh, da sah ich meinen Nachbar vis-à-vis. Da fragt mich gleich, wo gehst du hin? Ich such, ich geh auf zu der Drogerie, da sagt er, kannst du mir was mitgebracht? Ich such, kein Problem, was brauchst du denn? Ein wenig Lippenstift, nach einer Lackbrusche und Kajal, ein wenig Vorlack oder Gel, das ist mir egal. Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer? Keine Ahnung. An die Mücken zwischen die Zehen. Hey Leute, und der Kommissar braucht uns, der braucht ohne Hilfe. Los, den Verbrecher schnappen wir uns jetzt. Und weil du auch richtig im Flucht, Arsches Fluchtlied gehört, haben wir jetzt eine Band hinter bei mir im Studio, und zwar die Wiede Bübelschnilse. Wenn der Freitag früh beim Volker und sein Hündler stehst, deine frischen Brot verspäst. Wenn die Jule ihre Bücke vor der Tür hinbaut und ihr der Bierdebus schon wieder vor der Nose abhaut. Ja, dann ist echt los, dann stoppen wir uns. Aber sowas von. Los, drück drauf. Schalt dein Radio ein, der Reine läuft zu Höchstform auf. Gab Gas, Gab Gas, Willi,